Hallo Freunde, es geht wieder weiter mit Pokémon Schwert. Wir sind auf dem Weg zu Route 2, wo die Professorin Magnolika sich befindet. Oh, wir sind auch jetzt schon da. Was willst du? Ist der schon wieder da? Hey, Bukabu. Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre es dir. Wer ein Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Dilian. Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Bukabu. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ihr habt dir ein paar Pokébälle, versprechen mir, dass ihr fleißig Pokémon fängt. Ja, in der Gegend kommen einmal die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Boah, 20. Ihr hättet mir mal schön. Du verstaust sie in der Pokéball-Tasche. Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch ein, Trainer, die ihr unterwegs trifft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welches Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wart's nur ab, ich werde die 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Ja, was bringt das, wenn sie das ganze Team voll mit Pokémon machst? Oh, neues Pokémon. Oh, der Fuchs klebt die Fuchs. Alles klar. Ach, das ist ja Feuer, ne? Ne, das ist nicht Feuer. Der täuscht sich. Der ist undicht. Der täuscht sich. Einmal, das macht einen Klaps. Das sind schon 5 hier. Mein lieber Scholli. Ich finde die Fuchse richtig cool aus, oder? Vom Design her. Ein bisschen komisch das mit der Schleife, aber sieht cool aus. Oh, Level Up. Ein Landklammergriff, okay. Was ist das? Der erste Trainer. Das sieht nach Trainer aus, jo. Ja, schon. Scheiße. Wenn sich die Blöcke von zwei Pokémon-Trainer treffen, wird es sich einfach zu kämpfen. Timmy! Was ist der Timmy? Jetzt Rappel. Macht der Knallangriff. Wir gucken mal. Was ist das? Das ist nicht so gut. Ach so, der ist ja immer gefangen und zieht dann ab. Okay. Was steht da? So, Attacken und so. Level 6. Das schon. Kampfgas. Maiko hat 2 Level Up. Besiegt. So.
Können wir gerne mal die Puppen tauschen. Gucken, was Mike so drauf hat. Aber dass dieses Schildkröten-Pokémon ist auch neu ist, ne? Aber wenn man so einen Kamerhubs. Guter Name, ne? Kamerhubs. Kamerhubs. Oder Kamerhubs wäre geiler. Kamerhubs. Pizza. Ist das ja eigentlich ein Schnabel, ne? Überheblichkeit. Muss ich erstmal drauf klarkommen mit den ganzen neuen, Namen. Boah, das ist Level 7. Schon mal ein anderes Pokémon. Aber das ist auch nicht mehr so gut, ist, ne? Ist auch nicht mehr so gut dabei. Ach nein. Okay, wir konnten entkommen. Scheiße. Weg da. Zwei Tränke. Dann nützen mir jetzt nichts, weil ich nicht mal beleber, ne? Weg da. Nein. Verdammt. Micro trifft auf Micro. Nein. Schnell zur Pokémon Center. Ey, wie heftig stark die sind, ne? Aber ist gut. Warte mal, ich tausche die mal um. Weil das bringt nichts, wenn ich den hier oben tue. Weil der levelt ja so oder so. Ich weiß nicht, ob der mehr XP bekommt, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Wenn man einfach umgehen kann, ne? Drei Pokébälle. Das soll nicht genügend haben. Jörmeier. Oh, den Kamerhubs.
Am Heuler. Oh, Alter. Jo, alles klar. Man sieht auch in den Nahaufnahmen die Pokémon. Okay. Wenn er länger braucht. Schau doch mal rein, ey. Ja. Level 9. Jetzt passt Level 6. Alles war's. Okay. Okay, gehen wir das mal angucken, oder? Später mehr, oder? Ich finde es auch gut, dass sie mir so viele Punkte haben. Wie ist direkt der nächste? Warte mal. Vor der Tupis kommt. Heil ich erstmal. Jetzt sehen wir das neue Menü. Sieht auch cool aus. Hier. So, oh, wir sind fast da. Das ist anscheinend doch das Haus. Gegen hat aber keine Chance. Let's. Dennis. Der neue Dennis. Was ist das? Ach, das ist dieses Käfer. Pokémon, neue Käfer-Pokémon von. Ja, ich habe mir leider die ganzen Pokémon schon gespoilert, ne? Wer es gesehen hat, ne? Ich habe Videos davon. Sind Klaps oder was? Okay, Level up für Michael. Oh, da ist noch ein. Na komm. Viel verteilen, ne? Da kriegt viel Schuss. Volltreffer wieder. Dein Ernst. Blütenschlag. Verteidigungen sind okay. Was? Warum darf der mal anfangen, weil ich anfangen? Hä? Hey? Ah, knapp. Was darf ich hier anfangen? Hä? Hey? Oh. Er hatte 2, okay. Gar nicht mal so schlecht. So, aber schon wieder so ein Arena. Nein, hier gibt's keinen Kampf, oder? Ist auch gut. Kann man hier angeln? Das sieht auch angelbar aus. Guck mal hier, wo Blasen sind. Das Haus sieht auch geil aus, oder? Und du willst. Hi! Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sehe, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Diamond X Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, dass ich... Davon bin ich weit entfernt. Diamond X ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben.
Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junger Trainer. Ich begrüße Magnolika. Kommt nur mit herein. Kommt rein, Kinder, kommt rein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen, wie schön. Und du musst Pokémon sein. Meine Enkelin Sanja hat dir ein Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Pokémon, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika. Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch, Dillion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich hier das Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal wie ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Das wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigung, Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass sie daran teilnehmen, Dillion? Hopp und Pokémon sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber wer war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht, und das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr solltet eure Qualifikation bekommen. Der Typ klickt einfach weiter, obwohl ein oranges Text zu Ende war. Nein, ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena ständig zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Oh, coole Sache. Pokabe, ich warte draußen auf dich. Oh, ein Gewaltkampf wieder. Nett haben sie es hier. Leck mal Marsch. Geh mal hoch, alter Schwede. Oha, was macht die denn hier? Pink. Bürste und ein Föhn wurden hier einfach abgelegt. Wir haben kein... Oh, spiegelt irgendwas. Gegenstoß, unser erster TM, cool. Die sah auch ganz anders aus, ne? So ein bisschen golden. Mensch. Aber gut, ja. So, du willst diese Empfehlung von dir ja nur doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Pokabo. Nein, ich will nicht. Ich bin schüchtern. Du willst dich empfehlen, also komm schon, kämpfe. Willst du? Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Denn keiner war bevor. Achso, aber dafür brauche ich diese Empfehlung. Sonst wird das nichts mit der Arena Challenge. Wir müssen dir in diesem Kampf zeigen, dass uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena Challenge haben. Okay, los geht's. Keine andere Wahl. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall gehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas
Neues zu erlernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Dilion, der unschlagbare Gerichter, werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Mit Blut und so allem Kram. Jetzt geht die Legende dessen von Hopp erst so richtig los. Mal gucken, was sie drauf hat hier. So, bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das ist. Level 6, okay. Bisschen Klaps. Oh, jetzt hast du ihn aber abgezogen. Nein. Hi! Das sieht aber ordentlich. So, das war's für Wolli. Das war wohl nix. Ja, der braucht besser Attacken, ne? Ich wechsle mal ein. Jetzt geben wir alles. Hier kommt unser heißlohnendes Feuerkraft. Gut. Ein Feuerkraft, ihr seid echt voll bei der Sache, was? Mal, ne? Hat doch keinen Zweck. Wenn man bessere Attacken hat, ist das nicht so gut, wie es einem, ne? Du schaffst es mit mir. Blut. Sieht nix. So, ich putze dich mal nass, ne? Wie immer. Bam. Bammo. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung. Innerlich wurde ich nicht. Level up Maiko. Clownwechsel. Ist auch eine. Es gibt noch eins. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Clown Maiko, okay. Jetzt gebe ich mich ab hier. Let up here, Micro. Enttäuschung, aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. La. Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Die Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gegner sieht man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber es ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Thank you.
Was für ein Kampf. Pokémon, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Das machst du nur aus. Danke dir, ich schwöre, ich werde bei dir Arena Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glogak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeit konzentrierst. Wurftechniken wie für Pokébälle und andere Fähigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich, mitreißend Pokémon. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Pokémon? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, die Leon zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Hey. Hey Pokémon, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Was für ein Zufall, dass es zwei sind. In der Lava strotzt Steine, denen eine geheimnisvolle Energie anwohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon dynamisieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne dann nur von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ich will der Allerbeste sein, ja! Jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Galar finden kann. Aber so wirst du ihren geheimen Kräften sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialisten in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Poco, du und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon im Größten verwandeln könnten. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das war bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich warte deine Energie lieber für den Morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Seht euer Vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Hi. Ihr esst doch noch mit zum Abend, oder? Na klar, bei dir? Ja, sicher. Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Oh, geiler Curry von ihr. Ja, ich will gerne Curry von ihr. Ehrlich, es ist... Morgen, jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinen merkwürdigen Pokémon beginnen seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Pokémon hat im Nebel gegen irgendeinen Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gar gut wie gar nichts erinnern. Wie sah es denn aus, Junge? Bist du doof, ey. Na toll. Schaut mal. Schaut mal. Ich habe hier etwas für euch, Pokémon Hop. Ein paar auf die Fresse. Du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolika und er ist sofort angezogen.
Okay. Was sind deine Maxbänder? Das sind deine Maxbänder. Daran sind die Wunschsterne verbreitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt, das sieht ja genau aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit dynamaxieren. Stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja voll nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So fehlt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof Pokauer. Fertig? Los! Jawohl, ich höre euch. Ich frage mich, was es mit dem merkwürdigen Pokémon am Schlummerwald auf sich hat. Wie lässt mir das keine Ruhe? Der ist also. Ja, ja, geht so. Ja, war mal hier in die Mauer. Und das ist ihr Zimmer. Oh, hier war auch noch nicht. Es ist so ein Bonsai, guck mal da hinten. So, so sind wir da hinten. Da finde ich. Ups. Das habe ich nicht verzippt. Mensch, und es geht immer noch so. Mann, Mann, Mann. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Hey Pokabo, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sich ja schon in einem Gast wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleißt. Wenn du das Gegenteil erreichst und gegen den wilden Pokémon kämpfen willst, dann pfeif. Einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, warte ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken, mit dem du in deiner Spielhand hast. Und übrigens, ab jetzt zählst du Pokao, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Wenn wir beide den Westbury Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Zickzack. Ein Zickzack. Das ist ein Galar-Zickzack. Yeah. Komm, gegen das kämpfe ich noch. Ist auch nicht, ne? Alter. Level up für Mimi. Nice, es entwickelt sich ja bald. Hello. So, das ist die tatsächlich eine Sackgasse. Hilfe! Hilfe! Hilfe, Hilfe, das läuft jetzt hier rum. Nein! Oh, Mann. Aber was ich machen könnte, ist mal einen Cut zu machen. Wir sind hier über eine halbe Stunde. Weil den Hund machen wir. Komm. Wenn wir den gesehen haben. Ich glaube, den hatten wir ja nicht schon eingetragen, ne? Oh, der ist sehr effektiv auf unseren. Ich bin mal. So. Und zwar machen wir hier eine Pause, wo wir im letzten Mal Pause gemacht haben. Ja, warum nicht?
Haut rein, bis dann. Tschüss.